Hi, mein Name ist Matthias und herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem Video lernst du, wie du Raster in Canva einfügst und bearbeitest. Bevor wir nun mit diesem Video starten, hier noch ein kleiner Hinweis. Wünschst du dir zu einem Thema ein Video, so schreib es doch in die Kommentare. Wie du siehst, befinden wir uns in der Bearbeitungsoberfläche von Canva. Was hier genau alles zu finden ist, erfährst du in anderen Videos. Die Videos sind in der Videobeschreibung und oder in der Playlist zu finden. Bevor wir nun in die Anwendung gehen, erkläre ich noch kurz, was Raster eigentlich sind. In manchen Fällen möchte man in Canva verschiedene Bilder darstellen, als Beispiel von einem Ausflug, einem Unternehmen, beispielsweise dem Mitarbeiter oder auch verschiedene Marketingbilder im Hintergrund. Nun muss man nicht jedes Bild einzeln bearbeiten und an der Seite hier ausrichten, sondern kann hierzu Raster verwenden. Raster sind nichts anderes als Designvorlagen für das aktuelle Projekt, wo man im Anschluss die einzelnen Kacheln mit den Bildern ersetzen kann. Gut, wie machst du das nun? Um dies zu tun, gehst du hier links auf Elemente und scrollst runter zu den Rastern. Dies ist in den meisten Fällen unter den Rahmen zu finden. Nun klicken wir hier auf alle Anzeigen und hier sehen wir nun schon gut, was ich mit Raster eigentlich meine. Wie schon vorhin erwähnt, passen sich Raster immer an das aktuelle Designprojekt an, sprich an das Format. Klickst du nun auf ein Raster, so wird dieses direkt eingefügt und wir sehen nun hier in diesem Fall drei Bildplatzhalter. Nun kannst du diese mit Bilder ersetzen, entweder über deine Uploads, sprich hier über Uploads, oder du fügst unter Elemente, wenn du wieder zurückgehst, ein Foto, also ein Bild ein. Du musst nichts anderes tun, als das Bild mit gedrückter linker Maustaste in deinen Raster ziehen, wo du dieses hinhaben möchtest. Hast du diesen nun eingefügt, kannst du das Foto oben hier in dieser Leiste bearbeiten. Klicke hier zur Foto bearbeiten und du kannst hier noch eventuelle Filter oder Effekte einbauen. Unter Anpassen kannst du jetzt noch verschiedene Effekte bei dem Bild selber machen, so wie hier zu sehen, heller, dunkler, den Kontrast erhöhen und so weiter. Unter dem Bereich Zuschneiden kannst du das Bild jetzt noch anpassen. Das heißt, gefällt dir der Ausschnitt nicht, welcher hier automatisch gewählt wurde, kannst du diesen hier bearbeiten. Und zwar indem du das Bild größer und kleiner ziehst und mit gedrückter linker Maustaste nun deinen Bildausschnitt hierfür wählst. Ebenfalls kannst du auf der linken Seite das Bild noch drehen. Bist du fertig, klickst du hier unten auf Fertig und kannst hier oben noch die Farbe, den Abstand, die eventuelle Animation und die Position sowie die Transparenz bearbeiten. Zum Schluss dieses Videos noch eine kleine Empfehlung meinerseits, und zwar möchtest du dein Canva-Wissen auffrischen oder erweitern, so empfehle ich dir den Canva-Einsteigerkurs von iLearn. Dort lernst du in aufbauenden Modulen das ganze Wissen rund um das Thema Canva. In jedem der Module bekommst du zahlreiche Downloads in Form von Übungen und sonstigen Hilfsmitteln, welche dir zur freien Verfügung stehen. Am Ende des Kurses kannst du dein erlangtes Wissen auf die Probe stellen und dir bei Erfolg dein Canva-Zertifikat für deinen Lebenslauf abholen. Abonniere ruhig diesen Kanal für weitere Schritt-für-Schritt-Anleitungen. Ich freue mich auf dich, dein Matthias.